Die dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Die Würzburger Kickers mit dem fast schon traditionellen Fehlstart in die Drittligasaison. Die letzten 3 Spiele verloren, dazu in den letzten 5 Pflichtspielen immer mindestens 3 Gegentore. Das sollte sich im Heimspiel gegen den Gast aus Münster unbedingt ändern. Und die rot-weißen Würzburger kamen auch gut rein in diese Partie. Mit Luke Hemmerich, Patrick Sontheimer und dann wieder Hemmerich. Kein Durchkommen aber gegen die Preußenabwehr, also nochmal Sontheimer. Dann der Geistesblitz von Sontheimer, Gnase und Pfeiffer ist da in der 13. Minute. Das 1-0 für die Kickers, sein 3. Saisontor. Und es war auch kein Abseits bei diesem Schuss hier von Gnase. Sehen wir in der 2. Zeitlupe, achten Sie auf die 5er-Linie und wo der Ball ist. Pfeiffer befindet sich hinter dem Spielgerät. Alles regelkonform. Kein guter Start für Preußen Münster und seinen Trainer Sven Hübscher, aber es wurde besser für den Gast in der Mitte der ersten Halbzeit. Da kamen die besser ins Spiel. Hier mal ein schöner Angriff über Julian Schauerte. Der Kapitän leitet das ein, dann die Flanke von Özkan. In der Mitte ist Schnellbacher und da kommt wieder Julian Schauerte. Der Ausgleich für Münster in der 37. Minute, weil Schauerte den Angriff selbst einleitet, durchläuft und dann abschließt. Und zwar mit was? Ja, mit Köpfchen. Verdienter Ausgleich zu diesem Zeitpunkt der Partie. Dann kurz vor der Halbzeitpause diese Szene. Fabio Kaufmann überläuft seinen Gegenspieler Ugo Tesel und der fault ihn auf der Strafraumkante. Richtige Entscheidung. Elfmeter. Albion Vrenici in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte mit dem 2:1. Vrenici mit seinem Drittligadebüt für Würzburg und seinem Drittliga-Debüttor. Klar, dass da in der Halbzeit Begehrlichkeiten geweckt wurden. Nach der Pause das Bild wie zu Beginn der Partie. Die Würzburger präsenter auf dem Feld. Pfeiffer mit dem guten Ball für Fabio Kaufmann. Der hatte einen super Tag erwischt und machte hier das 3:1 nach 52 Minuten. Das ging zu einfach. Der Kraftjubel von Fabio Kaufmann und die Münsteraner einfach viel zu weit weg von ihren Gegenspielern. Das war über weite Strecken der Partie so und deswegen durften die sich nicht beschweren, dass es hier 1:3 stand. Eine Stunde durch, weiterhin pure Dominanz für die Würzburger Kickers. Dave Gnase und wieder der omnipräsente Fabio Kaufmann. Nur Schulze Nihus im Münsteraner Tor verhindert die Vorentscheidung. Und so kam es fast, wie es kommen musste. Die Kickers ja schon mit 8 Gegentoren in der Schlussviertelstunde. Kollektivschlaf und Luca Schnellbacher in der 88. Minute mit dem 2:3 Anschlusstreffer. Es half aber alles nichts mehr. Die Kickers schlagen Münster mit 3:2, auch dank des Spielers des Spiels, Fabio Kaufmann. Ich will das gar nicht so groß auf mich beziehen. Wir haben heute als Kollektiv sehr gut gespielt. Müssen vielleicht schon früher das 4:1 machen und dann ist das Ding schon nach der 60. entschieden. Am Ende muss man sagen, wir haben heute viel liegen lassen, sage ich mal, in dem Sinne, dass wir die Räume nicht richtig geschlossen haben und sowas. Sie hatten viele Chancen, die Würzburger Kickers, und von daher haben sie schon verdient gewonnen gehabt. Würzburg beendet seinen Negativlauf, holt die Punkte 4, 5 und 6 in dieser Drittligasaison und die Erleichterung darüber bei allen Protagonisten anzusehen.